zu Woche 5 mit meinem Tanz mit Ruby Doo. Der Susie Q ist erst einmal ein Schritt, bei dem es aussieht, als würden wir die Beine kreuzen. Das heißt, wir kreuzen das Spielbein, also das, mit dem wir unsere Bewegung ausführen können, über dem Standbein. Das Standbein ist das, was wir benötigen, damit wir nicht umfallen. Wir kreuzen also das rechte Bein vor dem linken oder das linke vor das rechte. Der Susie Q sieht grundsätzlich so aus, dass wir ihn auf jede Zeit tanzen und wir versuchen währenddessen das Gewicht etwas im Fuß neu zu verteilen. Das heißt, ich kreuze eigentlich mit flachem Fuß und während ich laufe, hebe ich den Ballen an. Das ist mein rechtes Bein, das rechte Kreuz vor dem linken und ich nehme mein Gewicht auf die Ferse. Üben könnt ihr das, indem ihr euren Fuß nach vorne aufstellt und twistet. Diese Bewegung benötigen wir. Übt so etwas immer auf beiden Seiten. Was wir nun wollen, ist, dass wir das Spielbein, was hier kreuzt, zum Standbein machen. Das bedeutet, wir verlagern unser Gewicht komplett auf das rechte Bein. Während wir es verlagern, fangen wir schon an,
mit unserem Körper zu rotieren und verlagern nun das Gewicht nicht nur auf das rechte Bein, sondern nur auf die rechte Ferse. Gewicht rechts und dreh und zieh dein Gewicht auf die rechte Ferse, bis du auf dein linkes Bein fällst. Ich mache also das. Auch das wieder auf der zweiten Seite mitüben. Benutzt also die Schwerkraft, lasst sie euch unterstützen. Fuß aufstellen, wenden und auf das linke Bein fallen. Fuß aufstellen, rotieren und auf das linke Bein fallen lassen. Hopp! Auf den Fersen zu stehen ist dabei eine schöne Übung. Der Suzy Q, Variante 1. Kreuzen, gehen, kreuzen, gehen, kreuzen, gehen. Um den Fuß zu wechseln, habt ihr nach dem Kreuzen keinen weiteren Schritt, sondern einen Kick. Durch diesen Kick könnt ihr das Bein von der hinteren Position zur vorderen Position holen. Und wir fangen nun an, mit dem linken Bein vor dem rechten zu kreuzen. Kreuz, Schritt, Kreuz, Schritt, Kreuz, Schritt, Kreuz, Kick, Kreuz, Schritt, Kreuz, Schritt, Kreuz, Schritt, Kreuz, Kick. Wir bauen die Rotation ein, also die Verlagerung des Gewichtes auf unsere Fersen im kreuzenden Bein. Kreuz, verlagern. Kreuz, verlagern. Kreuz, verlagern. Hopp, auswärts, rotiere, einwärts, auswärts, einwärts, auswärts.